Hey liebe Leute, ich bin gerade draußen. Was in diesem Vlog passiert, also ich drehe den Clip hier gerade nach dem Vlog. Was in dem Vlog passiert, werdet ihr logischerweise gleich sehen. Ich möchte euch nur kurz darauf hinweisen, innerhalb dieses Vlogs gebe ich eine Information raus, in welcher ihr euch für nächstes Jahr etwas von mir wünschen könnt. Deshalb, ich blende hier eine Zeit ein und wenn euch nur das interessiert, ich werde gleich im Laufe des Vlogs noch eine kurze Übersicht geben, was so in dem Vlog alles besprochen wird. Es werden drei Themen sein. Und wenn euch nur das mit dem Wunsch interessiert, dann spult einfach zu dieser Zeit. Und ja, dann wünscht euch was. Also bis gleich. Hey liebe Leute, ich zeige mich jetzt mal ganz kurz noch nicht. Ich bin gerade relativ frisch aus der Dusche. Meine Haare sind noch klitschnass und alles und bla bla. Ich wollte nur mal kurz sagen, ich gehe jetzt kurz raus in den Garten. Und je nachdem, wie sich das anbietet, möchte ich dann mal kurz mit euch ein bisschen labern. Bezüglich der Zukunft speziell, der Zukunft ab Oktober und auch der Zukunft ab 2017. Es wird nämlich ein paar Änderungen geben und ich möchte auf euch eingehen, denn ihr dürft euch was Bestimmtes wünschen. Und was es damit auf sich hat genau, das erkläre ich euch draußen. Es wird sich hauptsächlich auf meinen Kanal beziehen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das anschaut, weil ich da ein bisschen, speziell wegen des Wunschthemas, ein bisschen Feedback brauche. Das wäre mir sehr wichtig. Aber wenn euch mein Kanal wirklich abgesehen von den Vlogs gar nicht interessiert, dann wird es wahrscheinlich relativ irrelevant für euch sein, aber ich würde mich trotzdem freuen. Also ich gehe jetzt raus und wir sehen uns da gleich wieder. So, im relativ üblichen Gammel-Look habe ich mich jetzt hier mal eben schnell unter mein Carport gechillt. Hier stehen gerade noch ganz viele Stühle relativ provisorisch rum, weil wir hier gerade ein bisschen umräumen. Ich habe mich hier mal eben auf die Hollywood-Schaukel gelegt, mit der ich gerade auch nicht schaukeln kann, weil da ein Holzkasten dahinter steht und das da die ganze Zeit anschlagen würde. Ja, und ich wollte jetzt, wie gesagt, mal ganz kurz ein bisschen was labern. Drei Themen kurz. Thema Nummer 1 ist nur mal kurz, was ich heute mache, weswegen heute wahrscheinlich nicht viel mehr kommt als das hier. Und zwar muss ich heute extrem viel schneiden. Wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, heute Donnerstag. Das bedeutet, dass ich morgen meine jetzt wirklich allerletzte Pen and Paper Session habe. Und die Sache ist, ich muss den ganzen Speicherplatz hier noch freikriegen und das Ganze von der letzten Session bis dahin geschnitten haben. Und das sind halt ungefähr noch, na, ungefähr 10 Folgen, die ich noch zu schneiden habe. Und das Problem ist, der Schnitt von einer Folge dauert so für gewöhnlich 45 bis 90 Minuten. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, sagen wir mal ein bisschen fair gesagt, durchschnittlich eine Stunde, würde also bei 10 Folgen noch 10 Stunden machen. Und wir haben es jetzt gerade 14.30 Uhr. Und essen will ich ja auch noch. Und auch noch mal nachher mit meinem Bruder ein bisschen labern und so. Und Videos gucken, Videos schneiden, Videos hochladen, den Vlog hier schneiden. Deswegen mache ich den Schnitt jetzt hier relativ unkompliziert von dem Vlog. Deswegen hört ihr wahrscheinlich auch keine Musik und nichts, nur ein bisschen die Naturgeräusche. So, und ohne jetzt ewig noch daran rumzulabern, wir werden jetzt zwei Themen ansprechen. Thema Nummer 1 ist, wie sich mein Kanal ein wenig ab dem Oktober, beziehungsweise ab Mitte, Ende Oktober ändern wird. Und danach, was ihr euch für 2017 wünschen dürft, was ganz speziell ist. Ich fange mal an mit dem ersten Thema und zwar, es wird sich definitiv ein bisschen was ändern. Und zwar ab Oktober, Mitte Oktober beginnt nämlich mein Studium. In der ersten Zeit davon werde ich noch nicht umziehen, das heißt, ich werde immer noch hier sein. Und ja. Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Genau, also ich werde nachmittags zwar noch hier sein, aber mein Studium, was ich mir ausgesucht habe, ist definitiv kein Zuckerschlecken. Umfasst viele Gebiete und auch viele heftige Gebiete, sage ich mal. Und ich bin echt gespannt, ob ich es überhaupt schaffe, um ganz ehrlich zu sein.
Aber wenn, dann wird es auf jeden Fall viel Zeit in Anspruch nehmen. Und deswegen, ihr könnt damit rechnen, dass ab, gut, vielleicht jetzt in den ersten 2, 3 Wochen noch nicht so sehr, aber so ab November dann alles hier ein bisschen unregelmäßiger wird und vielleicht sogar ein Projektslot dann komplett erstmal wegfällt. Momentan haben wir ja, also so an den wirklich regelmäßigen Slots haben wir ja das 15 Uhr täglich Projekt, dann die beiden Projekte, die sich 16:30 Uhr immer abwechseln und 18:30 Uhr das Hauptprojekt. Ich habe ja schon mal angekündigt, dass nach The Vine Divinity das 18:30 Uhr Projekt so an sich komplett wegfällt und da dann immer ein Video kommt, sowas wie momentan zum Beispiel die Call of Duty 3-on-3s oder Payday oder in Call of Duty Ghosts Safeguard oder auch mal ein Battle in Worms oder in Rocket League oder sowas. Vielleicht auch mal ein Sportspiel oder sowas halt. Eben Uncharted Multiplayer, Battlefield One dann vielleicht auch. Also sowas halt, was nicht wirklich ein Let's Play ist, sondern mehr nur so eine Art Duell oder Multiplayer. Rumgekämpfe und sowas halt. Aus sowas soll dann der 18:30 Uhr Slot bestehen. Aber da wird es wahrscheinlich eben auch in der ersten Zeit sehr, sehr unregelmäßig werden. Und es kann sein, zum Beispiel, dass das 15 Uhr Projekt in Zukunft nur noch jeden zweiten Tag kommt oder so. Oder eins der 16:30 Uhr Projekte wegfällt und da immer nur noch eins läuft. Ich werde sehen, wie sich das Ganze zeitlich regeln lässt. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, so wie mein Kanal momentan funktioniert, wird er ab meiner Studiumszeit nicht mehr funktionieren. Da bin ich relativ zuversichtlich, dass sich da was ändern wird. Und ja, inwiefern sich das ändern wird, das werde ich dann eben in der ersten Zeit meines Studiums experimentieren, sage ich mal. Und dann werde ich euch da definitiv auf dem Laufenden halten. Und ihr werdet es dann auch sehen. Da kommen dann noch etliche Infovideos, wenn es denn dann soweit ist. So. Außerdem habe ich mir überlegt, dass ich es, also ich hatte den Plan zwar schon öfter und habe das schon öfter angekündigt und dann doch nicht gemacht, aber ich möchte es jetzt nochmal versuchen, das so anzukündigen. Und zwar möchte ich, weil ich jetzt hier im September doch gemerkt habe, auch wenn ich weiß, ich bin nicht der beste Vlogger, auf gar keinen Fall. Und es gab auch Tage, da habe ich mich gefragt, was mache ich heute überhaupt und habe mir mehr oder weniger irgendwas aus der Nase gezogen, damit ich einen Vlog für den Tag habe. Aber ich habe mir überlegt, so ab Oktober oder November hätte ich eigentlich schon Bock, zumindest so einmal pro Woche einen Vlog zu machen. So ein bisschen so zu erzählen, was die Woche war, vielleicht sogar ein paar Clips zu zeigen, die ich gegebenenfalls in der Woche aufgenommen habe. Oder sonst was halt. Jedenfalls einfach weiter zu vloggen, aber halt nicht täglich, das geht auf gar keinen Fall. Aber vielleicht auch nicht nur monatlich, wie ich sonst eigentlich ungefähr immer gemacht habe oder jeden zweiten Monat, sondern vielleicht wirklich mal einmal pro Woche. So. Und dann haben wir noch, ich hoffe, ich halte kein Mikrofon zu. Und dann haben wir noch ein Thema offen, was ich noch ansprechen möchte. Und zwar dürft ihr euch für 2017 etwas wünschen. Ich habe mir nämlich überlegt, okay, 2017 ist eine schöne Zahl, 17 ist eine schöne Zahl, 7 ist eine wunderschöne Zahl, und auch eine 2 und eine 0, 2, 1, 1, 2, 0, 1, 7 und alles vier eigentlich wunderschöne Zahlen, finde ich. Und ich dachte mir, ich beginne jetzt langsam so mein ganzes Kanalkonzept ein bisschen umzustellen, ein bisschen zu, keine Ahnung, einfach ein bisschen logischer zu gestalten und einfach auch so ein bisschen vielleicht auch allgemeinfreundlicher. Eben zum Beispiel durch diese Battles, die dann kommen und sowas. Und ich habe ja auch in den letzten Wochen relativ viel Zuwachs in der Zuschauerbase bekommen. Zwar jetzt nicht so mega viele neue Abonnenten, das ist auf gar keinen Fall. Aber ich bin trotzdem mit 429 oder so doch relativ zufrieden, so gegen Ende des Jahres. Ja, und keine Ahnung, ich habe momentan relativ viel Spaß am Kanal, werde allerdings hier auch weitaus ruhiger. So. Also ich kann, ich ändere mich und der Kanal ändert sich mit mir. Und so wie sich die Änderung momentan bewegt, gefällt sie mir ehrlich gesagt sehr gut.
Das muss ich mir auch mal eingestehen, so. Bin sonst relativ selbstkritisch, aber ich muss mir doch mal sagen, so wie sich die Änderung momentan entwickelt, gefällt mir das ganz gut. Und deswegen möchte ich zur Feier dessen, dass ich gerade zufrieden bin, was ich sonst nämlich relativ selten bin, auch mal mit einer kleinen Sache euch etwas zufriedener stellen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ihr so vielleicht das erste Quartal oder so, oder jedenfalls das nächste Jahr oder ein Teil davon, dass ihr das mal mitgestalten könnt, insofern da natürlich Interesse besteht. Und ich habe mir also überlegt, ihr könnt euch was wünschen. Das habe ich ja nun schon öfter gesagt. Grundsätzlich geht es hierbei um Let's Plays natürlich oder auch jegliches anderes an Formaten. Also ihr dürft euch einfach was für nächstes Jahr wünschen. Hier unter dem Video, unter den Kommentaren oder unter irgendeinem anderen Vlog unter den Kommentaren. Ich werde es wahrscheinlich in den nächsten Vlogs öfter nochmal ansprechen, das Thema, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Aber wenn euch was einfällt, zum Beispiel, ihr seid Fan von einem total langen Spiel, also ist jetzt vielleicht kein JRPG, aber trotzdem ein Spiel, mit dem man mal so locker 40 Stunden oder so rumkriegt. Und ihr wollt halt doch sehr gern mal ein Let's Play davon sehen. Dann könnte ich zum Beispiel, wenn ihr euch das unter meinen Kanälen, unter meinen Kommentaren wünscht, das zum Beispiel als 15 Uhr Hauptprojekt nächstes Jahr mal in Angriff nehmen, weil mein 15 Uhr Hauptprojekt ist ja nicht nur für JRPGs da, aber das bietet sich immer so gut an. Also es könnte auch was anderes Langes sein, wie zum Beispiel, ja, was anderes ist noch so relativ lang. Ich hatte da doch erst kürzlich etliche Beispiele. Zum Beispiel Nier ist relativ lang, glaube ich. Ist aber kein JRPG. Oder, ach, was hatte ich denn da kürzlich? Ich habe es schon wieder vergessen. Aber es gibt auf jeden Fall etliche Spiele, die nicht mal Rollenspiele sind und trotzdem sehr lang. Es könnte auch, was weiß ich, strategisches Spiel sein oder so. Vielleicht sowas wie Fire Emblem oder irgendwas. Jedenfalls könnt ihr euch mal was wünschen. Die einzige, also es gibt nur drei Restrictions, also drei Sachen, auf den Konsolen meine ich, auf denen kann es nicht geschehen, das Let's Play. Das sind der 3DS, die PS Vita, die Wii U und die Xbox One, sind vier. Also Xbox One, Wii U, 3DS und PS Vita, weil PS Vita und Xbox One besitze ich nicht. Mein Bruder hat eine Wii U, aber an die habe ich, also die ist nicht hier. Also ich kann da jedenfalls nicht dran regelmäßig aufnehmen. Und 3DS kann ich ganz einfach nicht aufnehmen, weil ich dafür keine Capture Card habe und die braucht extra Capture Devices und so. Und das war mir einfach noch zu teuer bisher. Ja, ansonsten PS4, Wii, GameCube, DS, GBA, PC, PS3, Xbox 360, was euch so einfällt, von mir aus SNES, NES, N64, bla bla bla. Wenn ich das Spiel, was ihr euch wünscht, nicht besitze, kann ich auch drüber nachdenken, das zu kaufen. Aber wäre schon cool, wenn ich es besitzen könnte. Jedenfalls sowas zum Beispiel, ihr dürft euch also ein Let's Play wünschen. Es ist vollkommen egal dabei, ob es ein Spiel ist, woran man 100 Stunden sitzt oder woran man nur eine Stunde sitzt oder so. Ihr dürft euch auch Re-Let's Plays wünschen, wenn ihr so zum Beispiel wollt, dass ich, was weiß ich, nochmal Hitman 2 oder so Let's Playe. Dann dürft ihr das zum Beispiel gerne machen. Aber ich empfehle euch nicht das Re-Let's Play von Der Clue 2 und Tomb Raider 2 zu wünschen, weil die kommen so oder so nächstes Jahr. Und das wäre damit nur ein verschwendeter Wunsch. Ich würde sagen, so jeder, der einen Kommentar schreibt, hat einen Wunsch. Also einen Wunsch pro User. Das heißt, rein theoretisch unter meinen Usern, unter meinen Abonnenten, wären das 429 Leute, die sich was wünschen könnten. Da das aber nicht passieren wird, ich gehe so davon aus, dass vielleicht im Rahmen von 5 bis 10 Wünsche kommen oder sagen wir im Rahmen von 3 bis 10. Damit könnte sich auf jeden Fall die erste Hälfte 2017 gestalten lassen. Und darauf hätte ich halt einfach mal Bock, so ein bisschen, dass mein Kanal zumindest für eine bestimmte Zeitspanne mal von euch kontrolliert wird, sozusagen. Oder von euch gestaltet eben. Ich selbst hätte auch Ideen. Es ist nicht so, dass ich ideenlos bin und deswegen was von euch brauche. Nein, ich habe selbst auch ganz viele Ideen, aber es wäre einfach
cool. Für euch bestimmt auch. Was weiß ich, wenn jetzt einer so übelst der Fan von, ach Gott, was weiß ich, Tekken ist und unbedingt will, dass ich den Story-Modus von Tekken 6 Let's Play oder irgendwas, wirklich alles ist möglich. Es gibt wenige Ausnahmen, bei denen ich Nein sagen werde. Zum Beispiel spätere Teile eines Spiels, wo ich die Vorgänger noch nicht gespielt habe. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel wünschen würdet, dass ich Final Fantasy X-2 Let's Player, ja, dann müsste ich vorher aber erstmal Final Fantasy X Let's Played haben. Oder wenn ihr euch wünschen würdet, dass ich Prince of Persia 3 Let's Playen würde, dann müsste ich erstmal 1 und 2 Let's Playen. Oder Uncharted 4, dann müsste ich erstmal noch 2 und 3 Let's Playen. Sowas halt, ne? Das ist so auch noch eine kleine Einschränkung. Gut. Aber es geht halt nicht nur, ihr dürft euch nicht nur Let's Plays wünschen, sondern zum Beispiel auch ganz andere Formate. Wenn ihr zum Beispiel, ich bringe hier nur Beispiele, die könnt ihr entweder übernehmen oder euch was komplett Eigenes wünschen, ne? Wenn ihr euch zum Beispiel wünscht, dass ich ein Küchenformat oder sowas mache, das könnte ich zwar nicht so regelmäßig aufnehmen, aber ich könnte es dann trotzdem einrichten. Oder wenn ihr wollt, dass ich ein Format mache, in dem ich Musiktexte analysiere oder YouTube-Kanäle analysiere oder einfach wie wenn im FAQ wieder Fragen beantwortet oder irgendwas. Ihr dürft euch also alles wünschen, was ihr wollt. Es müssen nicht Let's Plays sein, es können auch Formate sein. Ich werde dann auf euren Kommentar immer direkt antworten, ob es im Rahmen des Möglichen liegt oder nicht. Es gibt nämlich sicherlich einige Sachen, wo ich sagen werde, nein, geht nicht. Oder möchte ich nicht oder so. Aber dann weise ich euch natürlich darauf hin, dann könnt ihr euch auch was Neues wünschen. So. Also ein funktionierender Wunsch pro User ist definitiv drin. Ihr könnt das ja gerne mal verbreiten, wenn ihr zum Beispiel denkt, was weiß ich. Ach ja, mein Kumpel, der hätte bestimmt auch Bock, sich ein Let's Play oder ein Format zu wünschen. Dann schickt ihn das einfach, weil er darf das dann auch. So, tut mir leid, dass ich jetzt hier wieder 20 Minuten wahrscheinlich insgesamt gelabert habe. Das war's jetzt erstmal wieder für den heutigen Vlog. Ich werde jetzt hier draußen noch ein bisschen chillen wahrscheinlich oder erstmal reingehen. Wahrscheinlich erstmal reingehen, weil ich habe noch ungefähr 10 Stunden zu schneiden. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Naja. Gut, dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Und ich mir selbst wahrscheinlich auch. Wie ich gerade schon gesagt habe, morgen ist die letzte Pen and Paper Session. Also ihr könnt euch dann schon vorstellen, was morgen für ein Vlog kommt, ne? Oder ist heute überhaupt Donnerstag? Ich hoffe. Ich guck mal kurz auf mein Handy, ob heute überhaupt Donnerstag ist. Gut, heute ist Donnerstag. Ich habe echt schon Angst bekommen gerade. Gut, heute ist Donnerstag. Das heißt, morgen ist die letzte Session. Und dann, ja. Wünscht euch was. Verbreitet es von mir aus an Leute, die, also so ab der Stelle vielleicht. Aber ich werde es in den kommenden Vlogs auf jeden Fall nochmal ansprechen, weil ich auf gar keinen Fall möchte, dass das in Vergessenheit gerät. Und wichtig ist, dass ihr das als Kommentar schreibt, denn jegliche persönliche Nachrichten werde ich nicht hier mit einbeziehen in diese Wunschsache, weil ganz einfach, weil ich möchte, dass es öffentlich unter meinen Videos quasi Proof dafür gibt, dass es wirklich von Person XY gewünscht wurde. Ja. Das werde ich dann natürlich auch einblenden, heißt zum Beispiel, es ist auch eine Möglichkeit, also das ist jetzt total bescheuert, aber rein theoretisch ist es auch eine Möglichkeit der Eigenwerbung, weil ich dann definitiv sagen werde, von wem dieser Wunsch kam, sobald das Let's Play oder Format startet. Vielleicht sogar in jeder Folge, aber das soll eigentlich gar nicht die Hauptmotivation sein. Die Hauptmotivation soll einfach sein, wenn ihr mich unterstützen wollt oder meinen Kanal mit mir gestalten wollt. Dafür ist es da. Also ich muss sagen, ich erwarte definitiv 3 Antworten. Ich weiß auch schon, von wem ich die erwarte, ehrlich gesagt. Aber der Rest ist sehr willkommen und ich wünsche euch viel Spaß.